Da bin ich gespannt, weil es geht um Autismus und ADHS. Und er meint, glaube ich, dass man nicht beides haben kann, aber meine Tochter hat beides. Junge, 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 hören wir uns das mal an. ADHS und Autismus. Diese beiden Diagnosen wird es so schon bald nicht mehr geben. Aber was bedeutet die Abschaffung der beiden Diagnosen, so wie es sie im Moment noch gibt? Hängen ADHS und Autismus tatsächlich zusammen? Stichwort ADHS. Kurzer Spoiler, ja, die beiden hängen zusammen, dürften sie aber eigentlich gar nicht. Und was geht eigentlich beim Konzept der Neurodiversität? Lass uns das Thema mal wirklich fachlich klar, wissenschaftlich und strukturiert durchgehen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist Autismus? Ich mach's ganz kurz. Autismus umfasst eine Reihe von tiefgreifenden neuronalen Entwicklungsstörungen. Das sehen allerdings nicht alle so, dazu gleich aber noch mehr. Wir bleiben erstmal bei dem medizinischen Blickwinkel. Im Moment kann man verschiedene Autismus-Subtypen unterscheiden, die könnt ihr hier sehen. Insgesamt umfasst Autismus ganz viele unterschiedliche Symptome, Ausprägungen und Schweregrade. Zu den typischen Symptomen zählen zum einen Schwierigkeiten in sozialen Situationen und zum anderen sogenannte stereotype Verhaltensweisen. Das sind so die beiden Hauptmerkmale, die können schon ganz ordentlich variieren und dazu kann dann auch noch einiges anderes kommen. Das seht ihr hier eingeblendet. Die zweite Diagnose ist ADHS. ADHS gehört wie Autismus auch zu den Störungen der neuronalen Entwicklung. Die drei Kernsymptome sind Unaufmerksamkeit, Impulsivität und Hyperaktivität. Ihr habt Ähnlich wie bei natürlich den nicht gemerkt, Autismus-Spektrumstörungen können auch hier die Symptome. dass ich mal wieder gegen den Tisch getreten habe und deswegen die Kamera gewackelt hat. Von Person zu Person ziemlich unterschiedlich aussehen. Also bei manchen steht eher die Unaufmerksamkeit im Vordergrund und es gibt wenig oder gar keine Hyperaktivität. Das ist, was so häufig als ADS beschrieben wird. Und bei anderen überwiegt die Hyperaktivität und die Impulsivität. Oder es gibt auch eine Mischform aus beidem. Um beide Diagnosen, also ADHS und Autismus, mal kurz einzuordnen. Ungefähr 30 von 1000. Erwähnt auch keine Intensität. Ich glaube, ihm geht es nur darum, zu erklären, was was ist. Erwachsenen in Deutschland haben ADHS und ungefähr 6 bis 7 von 1000 Menschen sind autistisch. Okay, wir haben also zwei Störungen. Beide sehr individuell, beide treten schon seit der Kindheit auf und beide werden bei Jungs auch häufiger diagnostiziert. Beide sind aber auch ein Ding bei Erwachsenen und wir haben gesehen, dass es auch da Probleme im beruflichen oder im sozialen Bereich machen kann. Und es kann von den Symptomen her Überschneidungen haben. Deswegen ist das dann oft nicht auf den ersten Blick zu klären, was man hat. Wir haben was mit Veränderungen in unserem Gehirn zu tun und die Mischung aus Autismus und ADHS, das ist auch ein Ding, auch bei uns in den Kommentaren. Aber was ist da eigentlich dran? Wie ähnlich sind sich Autismus und ADHS? Die Symptome haben wir uns ja eben schon angeschaut und obwohl die auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlich aussehen, ihr könnt hier nochmal sehen, gibt es echt einige Gemeinsamkeiten zwischen beiden. Und die seht ihr hier. Also ja, es gibt schon Symptome, die bei Gemeinsame Symptome: Aufmerksamkeitsstörung, Reizüberflutung und Ablenkbarkeit, interaktionelle Schwierigkeiten mit Peers, also anderen Menschen nehme ich an, Schwierigkeiten in der sozialen Kognition, also sozial zu erkennen, was andere Menschen meinen, zum Beispiel, wie andere Menschen fühlen, was andere Menschen ausdrücken, Unruhe und impulsives Verhalten, wie dauernd gegen den Tisch zu treten, Defizite in den Exekutivfunktionen, also darin einen geregelten Ablauf zu haben, einen geregelten Tagesablauf zum Beispiel zu haben. Bei beiden auftreten können und nehme ich man an. könnte auf den ersten Blick auch vielleicht beide Störungen miteinander verwechseln, aber auch nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sind sie eigentlich ziemlich gut voneinander trennbar. Aber ADHS und Autismus können beide zusammen vorkommen. Die Zahlen, Hat er gesagt, das ist kein Ding bei Erwachsenen? Habe ich das überhört? die ich jetzt sage, die sind ganz grob und gehen in den Studien auch ziemlich weit auseinander. Aber ungefähr eine von 8 ADHSlern hat zusätzlich noch eine Autismusdiagnose. Und ungefähr 40 bis 80% der autistischen Menschen haben zusätzlich noch eine ADHS-Diagnose. Warum hat mich das so überrascht? Weil das eigentlich überhaupt nicht möglich sein dürfte. Wenn ich nämlich in das Diagnosesystem schaue, dann steht da, wo ADHS als Diagnose vergeben wird, Ausschluss tiefgreifende Entwicklungsstörung. Ups! Da gibt es tatsächlich einen Fehler einfach bei uns im System. Naja. Reizüberflutung klingt nach einem schlecht umrissenen Symptom. Bei der Reizüberflutung geht es darum, dass die Eindrücke nicht gefiltert werden, dass du dich deswegen überhaupt nicht mehr fokussieren kannst oder Sachen nicht verarbeiten kannst.
dass du mit einer Situation nicht klarkommst, weil alles auf einmal auf dich eindrischt, zum Beispiel. Er hat gesagt, dass es auch ein Ding bei Erwachsenen ist. Ach nee, Quantenkeks, das ist deswegen nötig zu sagen, weil man ursprünglich dachte, dass ADHS sich automatisch auswächst, dass es keine Erwachsene mit ADHS gibt. Das dachte man früher. Dabei lernen Erwachsene einfach, die Symptome besser zu verdrängen, zu maskieren, wenn die nicht so schlimm sind. Dann sollte man die Verarbeitungsprobleme nennen. Er hat ja gerade erst angefangen, das zu erklären. Er räumt ja gerade erst damit den regulären Vorurteilen auf. Das Ding ist, das eine ist halt ein Diagnosekatalog, das andere die Realität. Später wird es noch mal ein bisschen darum gehen, wie sich beide Diagnosen verändern. So viel schon mal vorweggenommen. In Zukunft können Autismus und ADHS gleichzeitig vergeben werden. Also da wird das Problem praktisch gelöst. Was auf den ersten Blick zwischen ADHS und Autismus vielleicht noch relativ ähnlich wirkt, sind die Superkräfte. Hyperfokus und Inselbegabung. Bei Autismus denken viele wahrscheinlich als erstes an die Inselbegabung. Also es gibt dieses Klischee, dass praktisch alle autistischen Personen ihr Defizit, was sie zum Beispiel im sozialen Bereich haben, ausgleichen können mit einer besonderen Begabung in einem anderen Bereich. Ihr kennt wahrscheinlich ihn hier, also Stephen Whitshire, der mit einem Helikopter über so Städte wie Rom oder London fliegt. Und den ihr Quantenkeks, das Problem ist, dass Vorurteile sich sehr gut halten, weil Menschen generell sehr wenig informiert sind, wenn es sie nicht selbst betrifft. Aus seinem Gedächtnis diese Städte nachmalen kann. Er ist ein Autist. Und auch hier, um nochmal. Reizüberflutung ist eine Sache, die von außen kommt. Bei Reizüberflutung geht es darum, dass du überhaupt keine Reize filtern kannst und von allem reizüberflutet bist. Egal, was von außen kommt. Direkten Mythos zu Mythbusten. Solche Inselbegabungen wie bei ihm hier, das sind absolute Ausnahmefälle. Was eher ein Ding ist, sind sogenannte Spezialinteressen. Also, dass man sich eben für ein bestimmtes Thema total stark interessiert und alles darüber wissen möchte. Zum Beispiel sich total für Wale interessiert oder für Animation oder für Sprachen. Das, was diese Spezialbegabung bei Autismus ist, das ist der Hyperfokus bei der ADHS. Den kann man sich so ein bisschen wie so einen krassen Flow-Zustand vorstellen. Also, wenn ihr gerade irgendwie was schreibt oder Sport macht und dann so mega im Flow seid. Also so ein, eben extremer Hyperfokus auf ein Thema, also eine extrem gute Konzentration. Der ist aber nicht immer da, sondern hängt von einem ganz, ganz wichtigen Faktor ab. Und der entscheidet darüber, ob der Hyperfokus kommt oder nicht. Und zwar die Motivation. Also nur wenn ich gerade mega, mega Bock auf eine Sache habe, also zum Beispiel, hier das Mikrofon auseinanderzunehmen und wirklich zu verstehen, wie das ganze Ding funktioniert. Also angenommen, ich habe da als ADHSler jetzt wirklich Interesse dran. Quantenkeks, das, wenn wir von Medien, von Reizüberflutung reden, ist das was anderes. Wir haben zu viele Möglichkeiten, uns reizen zu lassen. Das kann überfordernd sein, aber bei einer Reizüberflutung von ADHS hast du das ja intern. Da kann zum Beispiel helles Licht dich extrem oder generell Licht kann dich bereits reizüberfluten. Geräusche können dich reizüberfluten. Wir reden jetzt nicht davon, dass du zu viele soziale Medien aufmachst und den ganzen Tag die Sachen anguckst, sondern einfache Reize bereits, wie was zu hören, kann unangenehm sein. Licht ist unangenehm. Zu viele Menschen an einem Ort sind unangenehm, weil du die nicht verarbeiten kannst. Ein Regal mit zu vielen Gegenständen, mit zu viel Ware kann eine Reizüberflutung verursachen, weil du das alles nicht verarbeiten kannst, was du siehst. Wurde ja vorhin erklärt, dass die Filterung im Gehirn nicht mehr richtig funktioniert und die Impulse nicht richtig weitergeleitet werden. Dann kann sich der Hyperfokus einschalten. Menschen ohne ADHS haben zwar so einen ähnlichen Zustand, heißt Flow, aber der Hyperfokus, also diese noch stärkere Konzentration oder Fokussierung auf ein Thema, das scheint tatsächlich so ein ADHS-spezifisches Ding zu sein. Ganz genau ist das wissenschaftlich aber noch nicht geklärt. Okay. Bisher habe ich immer von Diagnose oder von Störung gesprochen und wie gesagt, das sehen nicht alle Leute so. Stichwort Neurodiversität. Neuro heißt ja. Der Begriff ist schlecht gewählt, weil man den falsch interpretieren kann. Das stimmt dann, ja. Sowas wie Nerv. Schlechte Reizfilterung dann. Das, woraus unser Gehirn besteht. Und Diversität meint ja
Vielfalt. Das heißt also eine Vielfalt unseres Gehirns und unserer Gehirnfunktion. Lass uns also mal einen schnellen Blick in unser Gehirn werfen. Neurologische Entwicklungsstörungen. Nach dem jetzigen Forschungsstand scheinen ADHS und Autismus im Gehirn leicht unterschiedlich zu sein. Keine Sorge, wir machen das ganz kurz und einfach. Bei den Autismus-Spektrum-Störungen gibt es Veränderungen in der Entwicklung des Gehirns. Zum Beispiel sind diese Teile hier unterschiedlich. Die sind so zuständig für komplexe Denkvorgänge, soziales Verhalten, für Lernen, für Kommunikation und für Emotionen. Eine Gehirnregion, die sticht dabei besonders heraus, nämlich das Ding hier. Das ist für mich als neurotypischen Menschen nämlich wichtig, wenn es um die Wahrnehmung von sozialen Situationen geht und bei autistischen Menschen aber wahrscheinlich weniger aktiv, wenn es um Empathie geht. Und daher, so vermutet man zumindest, kommen auch die Probleme in der sozialen Interaktion von Autisten. Bei ADHS sind es wahrscheinlich andere Prozesse. Es geht zwar auch um Veränderungen in der Entwicklung des Gehirns, aber hier geht man von einem Ungleichgewicht von Botenstoffen im Gehirn aus, vor allem Dopamin und Noradrenalin. Die sind so ganz grob gesagt wichtig für unsere Gehirnkommunikation, also dass wir wach sind und aufmerksam, dass wir unser Verhalten und unsere Emotionen regulieren können. Beide Stoffe sind bei Menschen mit ADHS in bestimmten Bereichen des Gehirns nicht so sehr am Start. Und darüber erklären sich dann auch die Symptome, also Aufmerksamkeitsprobleme, Hyperaktivität und die Impulsivität. Denn für all diese Funktionen sind diese beiden Botenstoffe mitverantwortlich. Wie ihr also seht, bei Autismus und bei ADHS gibt es neuronale Veränderungen, Veränderungen in unserem Gehirn. Und genau das ist auch die Idee hinter dem Konzept Neurodiversität. Kurz vorneweg, also Neurodiversität ist ein Konzept. Das hat im Moment noch nichts mit der medizinischen oder der therapeutischen Praxis zu tun. Es wird aber wissenschaftlich erforscht. In dem Konzept geht es um die Vielfalt. Ich glaube, es gibt starke Unterschiede darin, Quantenkeks, bei Autismus kannst du vielleicht nicht sehr gut interagieren mit Menschen, weil du die Menschen nicht verstehen kannst. Und bei ADHS kann es sein, dass du bestimmte Abneigungen gegen soziale Interaktionen entwickelst, aber aufgrund deines ADHS. Und das ist dann ein Symptom, was entsteht aufgrund des ADHS, aber was keine Grunderkrankung an sich ist oder theoretisch sich beseitigen lässt. Es gibt Menschen, die haben das und können das nicht überwinden. Es gibt Leute, die können das überwinden. Und das hat dann verschiedene Ursachen einfach. Deswegen ist das aber schwer zu entdecken. Der eine hat soziale Ängste und hat eventuell eine Grundstörung. Und der andere hat soziale Ängste aufgrund von was Psychologischem. Und das lässt sich aber von alleine lösen, ohne Medikamente oder sonst irgendwas. Das kann sehr unterschiedlich sein, die Ursache. Du kannst auch schlecht die Ursache herausfinden, wenn du immer nur an der Oberfläche kratzt. Du musst die Menschen richtig kennenlernen. Genau, Symptomatik kann ähnlich sein, aber die Diagnose ist ganz anders. Und der eine schafft es dann vielleicht, seine Ängste zu überwinden, und der andere kann das aber nicht. Da muss man einen Unterschied machen. Du kannst ja nicht sagen, ja, aber die anderen schaffen das ja auch, weil der eine kann das vielleicht nicht aus einem ganz anderen Grund. Ne? Da ist jeder anders. Der neuronalen Entwicklung bei uns. Also es sieht neurobiologische Unterschiede, wie die, die wir eben bei ADHS und bei Autismus gesehen haben, nicht als Störung oder als Krankheit, sondern als eine Ausprägung dieser neurologischen Vielfalt, die wir alle haben. Also als normale menschliche Unterschiede. Wir sind also alle neurodivers. Autistische Personen oder ADHSler sind demnach eine Neurominderheit oder neurodivergent. Das ist so wissenschaftlich noch nicht ganz klar mit den Begriffen. Leute, die wie ich keine Symptome haben, also der psychologischen und medizinischen Norm entsprechen, wir sind neurotypisch. Also so ähnlich wie es Rechts- und Linkshänder gibt, so gibt es auch neurotypische und neurodivergente Menschen. Aber was ist da jetzt dran? Hilft so eine Neurodiversitätskonzeption autistischen Menschen und Menschen mit ADHS überhaupt? Neurodiversität, Chancen und Probleme. Die Idee hinter dem Konzept finde ich prinzipiell erstmal ganz gut, Krankheiten nicht über Defizite zu definieren und die Vielfalt unseres Gehirns zu akzeptieren. Und das ist auch einer der großen Vorteile. Autismus und ADHS sind demnach keine Störung oder nichts Krankhaftes, sondern eine Andersartigkeit, halt eine Ausprägung unserer menschlichen Vielfalt. Das hört sich ja jetzt alles schön und gut an, aber warum ist es denn überhaupt ein Problem? Was ist so schlimm daran, zum Beispiel ADHS als Störung zu bezeichnen? Naja, eigentlich gibt es überhaupt gar kein Problem, wenn da nicht
unsere Gesellschaft wäre, in der psychische Störungen und neurologische Entwicklungsstörungen auch immer noch extrem stigmabehaftet sind. Und deswegen habe ich ja immer ein Problem damit, die richtigen Worte zu finden, was ich ja sagen soll, weil ja einiges dann negativ wahrgenommen wird, was man dann sagt. Das wirkt dann so beleidigend. Andererseits natürlich sagt er, das ist ja kein Problem, diese Störung zu haben an und für sich, außer es bilden sich Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel eine Depression, die zum Beispiel dadurch entsteht. Und die ist gar nicht so gut. Du kannst ja bei einer Depression nicht sagen, eigentlich ist die Depression ja gar kein Problem. Ne? Eigentlich ist die Depression, die Gesellschaft ist schuld. Die Depression an sich ist kein Problem. Die Depression ist auf jeden Fall ein Problem, wenn die sich daraus entwickelt. Oder halt die Migränen, die sind auf jeden Fall störend. Du kannst eine Migräne auch nicht wegreden und sagen, nee, dann ist die halt nicht da. Die ist eigentlich gar nicht so schlimm. Genau dieser Benachteiligung in der Gesellschaft, dieser Stigmatisierung, dieser Diskriminierung soll mit dem Neurodiversitätskonzept entgegengewirkt werden. Das ist für viele ADHSler und Autisten eine ziemliche Entlastung in ihrem Alltag. Und das Konzept hat anscheinend auch psychologische Effekte auf die Person selbst. Laut Studien steigt das Selbstbewusstsein, auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten steigt. Und das, finde ich, muss ich sagen, eine richtig, richtig gute und wichtige Sache. Es gibt allerdings auch Probleme und kritische Stimmen. Es darf nur die Not der Diagnostik nicht einschränken, wie zum Beispiel bei mehrgewichtig statt adipös. Ist ja das Problem, wenn wir immer mehr Worte als politisch unkorrekt framen und ein neues Wort nehmen, dann wird das bald aber auch genauso verbrannt sein. Dann verbrennen wir ein Wort nach dem anderen. Ein Punkt ist, dass eine Diagnose nicht für alle Betroffenen eine Belastung ist, sondern für manche auch eine große Entlastung. Zu wissen, dass es sozusagen nicht an einem selbst liegt, wenn man mit einigen Dingen im Alltag mehr struggelt als andere Menschen, sondern dass es dafür Namen gibt, dass man sich das nicht nur einbildet, das kann für viele echt total hilfreich sein. Und das wird zwar mit dem Neurodiversitätskonzept irgendwie abgedeckt, aber eben nicht abgegrenzt. Und das aus meiner Sicht größte Problem von Neurodiversität liegt nicht an dem Konzept oder an der Idee selbst, sondern dass es nicht mit unserem Gesundheitssystem matcht. Also für Menschen mit zum Beispiel starken autistischen oder starken ADHS-Ausprägungen, da ist eine Behandlung unfassbar wichtig, weil die Symptome Leiden verursachen. Zum Beispiel ist man ständig innerlich angespannt oder man hat ernsthafte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Das Problem ist, ohne Diagnose keine Behandlung. Behandlungen werden nur dann in unserem Gesundheitssystem bezahlt, wenn es tatsächlich eine Diagnose gibt. Das heißt, es gibt halt Diagnosen, an die kommt man einfach sehr schwer ran. Du gehst nicht einfach zum Hausarzt und der sagt, jipp, haben Sie, hier ist Ihr Attest, nehmen Sie einfach. Bis zu einem bestimmten Punkt, wenn also manche Kriterien nicht erfüllt sind, dann gilt etwas noch als gesund. Aber ist dieser Punkt überschritten, dann erst kann eine Behandlung von den Krankenkassen bezahlt werden. Das heißt, unter diesem Neurodiversitätskonzept wären Behandlungen in unserem Gesundheitssystem nicht möglich. Das Konzept hat also echt einige Vorteile, aber bisher auch noch einige Probleme und Hürden. Denro sagt, ich bin fett, kannst du ruhig sagen. Denro, wie wär's, wenn du einfach aufhörst, fett zu sein? Hä? Schon mal drüber nachgedacht? Aber eine letzte Frage haben wir noch. Warum wird es beide Diagnosen bald nicht mehr geben? Sobald die neue Version des Diagnosesystems ICD gültig wird, werden ein paar der jetzigen Störungsbilder verändert. Das passiert alle Jubeljahre mal, dass also eine Neuauflage dieser Diagnosemanuale rauskommt. Und in der neuen Version wurden auch ADHS und Autismus angepasst. Was verändert sich genau? Bei ADHS ist es so, dass es zukünftig in die Kategorie neuronale Entwicklungsstörung einsortiert wird. Und es wird etwas genauer zwischen verschiedenen Subtypen unterschieden, die seht ihr hier nochmal eingeblendet. Symptome selbst wird sich wahrscheinlich nicht super viel verändern, aber sie werden so ein bisschen unpräziser formuliert. Zum Beispiel wird aus Beginn vor dem 7. Lebensjahr das hier. Das soll so ein bisschen helfen, die Diagnose besser stellen zu können. Ist da hinten links Pink Freud als Wortwitz Pink Floyd? Pink Freud? In dem Prisma ist Freud drin. Hinten links im Bild? Im Rahmen über dem Buch? Bei Autismus wird es nicht mehr diese Unterscheidung in die verschiedenen Subtypen geben, über die wir eben noch gesprochen haben, sondern es wird so eine Art Kontinuum sein. Also ein großes Kontinuum, unter dem alle Autismus-Ausprägungen drunter fallen. So ein Autismus-Spektrum. Außerdem muss es zukünftig
Einschränkungen in beiden zentralen Symptombereichen geben, also soziale Interaktion und stereotype Verhaltensmuster. Bisher war es nur in einem von den beiden notwendig. Und das, würde ich so sagen, sind die größten Veränderungen. Es gibt noch einige andere, die habe ich euch aber alle in der Infobox verlinkt. Und wie vorhin schon angeteased, in Zukunft können Autismus und ADHS ganz offiziell gleichzeitig diagnostiziert werden. Also, der bisherige Fehler wird behoben. Bis diese ganzen Änderungen aber gültig werden, da wird es wahrscheinlich noch eine ganze Zeit dauern. Okay, Leute, kleines Fazit. Neurodiversität heißt nicht, dass sich irgendwas an den Ursachen oder an den Symptomen ändert, sondern dass Autismus und ADHS in ein anderes Licht gerückt werden. Weg von einer Krankheitsdefinition hin zu einer Unterschiedsdefinition. Stigmatisierung in unserer Gesellschaft ist einfach ein riesiges Problem. Und aber geht es jetzt nur dann darum, die Stigmatisierung zu ändern? Weil die Mehrheitsgesellschaft wird nicht mal mitbekommen, dass sich da die Regeln ändern. Weil die das nicht interessiert. Dass sich da ganz dringend was ändern muss, das ist völlig klar. Du hast die Schallplatte, also die ohne Wortspiel. Das Diversitätskonzept wird versucht, dagegen zu arbeiten. Und das finde ich eben einen sehr, sehr guten und wichtigen Pluspunkt bei dem Konzept. Andererseits, in der Praxis ist es so, dass es Diagnosen gibt. Und das ist in unserem Gesundheitssystem zumindest jetzt noch total sinnvoll. Eine Diagnose bei psychischen Störungen wird dann vergeben, wenn es einen inneren Leidensdruck gibt, wenn mich die Symptome belasten, wenn sie mich in meinem Alltag einschränken. Und genau dafür sind Diagnosen in unserem System wichtig, um dann eine Behandlung zu bekommen. Ich finde deshalb, eine ganz wichtige Stellschraube, an der wir drehen müssen, ist die Aufklärung in unserer Gesellschaft, damit Menschen... Herr Quantenkeks, er redet ja hauptsächlich über die Stigmatisierung, über Vorurteile, und über Änderungen der Regelungen, damit das alles einfach auch fairer klingt. Aber auch damit Diagnosen anders verlaufen. Mit Diagnosen nicht mehr stigmatisiert werden. Ob es dann irgendwann mal möglich sein wird. Aber wer bekommt denn das mit? Wird Diagnosen ganz abzuschaffen, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Was denkt ihr denn? Sind Diagnosen sinnvoll oder nicht? Ich bin da echt gespannt auf eure Ideen, Meinungen, eure Ansichten oder vielleicht auch sogar eure Erfahrungen zu dem Thema. Lasst uns mal in den Kommentaren so ein bisschen austauschen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm mal einen Daumen nach oben, drückt den Abonnieren-Knopf, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keinen psychologischen Content mehr. Wenn ihr ein Video von unseren Kolleginnen und Kollegen von Funk sehen wollt, müsst ihr einfach nur hier klicken. Zu unserem letzten Video kommt ihr auf der Seite und wir sehen uns nächste Woche wieder. ADHS. Okay, ja. Diagnosen sind absolut notwendig, natürlich. Dass die Diagnosen trotzdem bleiben müssen. Natürlich muss die Diagnose bleiben, ne? Selbstverständlich. Aber die sind halt auch schwer zu bekommen. Du kannst halt nicht einfach zu jedem Arzt gehen und dir das irgendwie diagnostizieren lassen. Und da sind zu wenig Leute drauf spezialisiert. Du kommst da schwer an eine Diagnose.